Scheiße. Sollen wir jetzt drauf fahren und nachtuppen? Sonst haben wir nachher so ein Loch. Ne? Komm, wir machen Farbe drauf. Du weißt das doch. Und Schraubenzieher und so weiter. Hast du noch? Ja, und Tipps und Tricks für Ihren alten Wagen, der noch mal eben über den Winter gerettet werden soll, wenn es denn schnell gehen soll. Im Winter gehört er in der Garage, Baujahr 86. Ja, eine ganz schöne Macke, eine sozusagen große Steinschlagmacke. Wir sehen natürlich hier vorne auch eine Macke, die rein typisch ist für alle Fahrzeuge von Ihnen, vom Nachbar, von sonst wem. Sie fahren und kriegen eine solche Macke, einen Steinschlag. Was tun? Eine ganze Haube zu lackieren? Quatsch. Die Farbe anmischen lassen und diesen Steinschlag schnellstmöglich, bevor er groß wird, wegtupfen. Hier, mach das mal weg. Alle Macken, die hier sind, schnellstmöglich, bevor im großen Winter, sollte man die austupfen. Ich zeige Ihnen gleich, wie Sie Ihre alte Kunststoffstoßstange von Ihrem Golf oder sonst wo mit einem gewöhnlichen Föhn, einem Heißluftföhn, wieder schwarz machen. Folgen Sie gleich unauffällig, aber gucken Sie erst noch, wie diese Lackschäden beseitigt werden. Der ist noch ohne Fahrschein. Alle weg? Jo. Hast du? Ja, hab ich. Gut. So, die Schnauze ist gerichtet. Das Klebeband vom Polieren, wird entfernt. Und die Nase, das VW Passat 32D glänzt wieder. Ach ja, folgen Sie mir unauffällig. Jetzt zeige ich Ihnen was. Das können Sie auch machen. Ja, hier haben wir schon was vorbereitet, würde der Chefkoch sagen. Aber hier unten ist die Stoßstange, wie man sehen, verblichen. Den Heißluftföhn benutzen, nur nicht zu lange auf die gleiche Stelle halten. Und Sie sehen gleich, oh Wunder, was passiert. Die Stoßstange schwärzt sich wieder genauso ein, wie sie mal war. Und Sie sehen, dieses Stück ist natürlich jetzt schwarz geworden. Um die Sache zu beschleunigen, gibt es dann auch Kunststoffschwarz. Sie behandeln es einfach nach. Polieren es ab. Die Stoßstange ist wieder schwarz. So einfach geht es bei verblichenem Kunststoff, den Industrieföhn in kreisende Bewegung ranhalten und es funktioniert. Wir machen einfach weiter. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Demnächst ist der Wagen getüft. Jetzt noch ein paar Eindrücke vom Innenraum, vom Motorraum und so weiter. Bis demnächst, Ihr Radio Rainer.
mal eben ganz schnell, damit die Leute nicht sicher was zu sehen kriegen. So sah der ganze Wagen ja aus. Sieht das aus, wenn man nur fährt und nichts macht? 20 Jahre nicht putzen, sondern nur fahren. Ja, ich sag einfach mal, so ein bisschen putzen hilft eigentlich immer. Und wir sehen, so 5 Minuten intensiver Arbeit kann schon einiges wieder wegmachen. Auch die Steine. Für einen fast 98% Lack sieht der Wagen noch gut aus. Wieder gut aussehen. Man muss halt mal so ein paar Minuten seiner Zeit investieren und mal putzen. Ich denke mal, da kann einiges rausgeholt werden. Ja, nicht jeder hat die Zeit, nicht jeder hat die Muße. Aber ich denke einfach mal, jeder von uns fährt sicherlich alle 2 Jahre mal zum TÜV. Und ich denke mal, sowas wie da hinten. Ja. Zeigen Sie keinem TÜV-Beamten gerne. Wieso macht er dann? Das war irgend so ein Gummilack. Hä? Nur keine dummen Sprüche. Nur keine dummen So, und jetzt einen schönen Feierabend noch. Einen schönen Sonntag, einen angenehmen Abend und bis demnächst bei Radio Rheinland.